Hallo und willkommen, meine Lieben. Heute geht es um diese schöne Windlicht-Hängeleuchte. Ursprünglich geplant war sie eigentlich für Pavillon. Und ich habe mich aber dann dazu entschieden, nachdem ich sie hier kurzfristig im Wohnzimmer aufgehängt habe, habe ich mich dazu entschieden, sie bleibt hier hängen. Weil sie gibt in der Dunkelheit eigentlich ein schönes, warmes Licht ab. Und es reicht gerade schön zum Fernsehen. Ja, und wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. So, nachdem ich diesen Buchenscheit hier, was eigentlich für einen Kamin gedacht war, entrinden wollte, habe ich festgestellt, der Holzwurm hat ganz schön Arbeit geleistet. Ich habe übrigens zwei Stück drin gefunden. Einen davon habe ich hier. Und jetzt muss ich mal durch meinen Plan wieder umwerfen. Und ich würde sagen, wir nehmen Leimholz und bauen die Lampe dann darauf hin auf. Okay, weiter geht's. Ich habe mich jetzt entschlossen, diese Baumscheibe hier zu nehmen, die ich noch übrig hatte. Nachdem wir das jetzt alles ordentlich schön geschliffen haben, würde ich sagen, wird es Zeit fürs Lackieren. Ich habe auch hier die Außenseite geschliffen, also das raue, damit die raue Rinde wegkommt, aber noch der Look des alten so ein bisschen erhalten bleibt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Kerlack drauf, schleifen das 2-3 Mal. So, hier haben wir das Ergebnis. 3 Lackierungen ungefähr, mehrmals geschliffen, also sprich lackiert und dann wieder geschliffen, wieder lackiert, wieder geschliffen. Ja, und ich sage, das Ergebnis sieht schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Jetzt würde ich sagen, holen wir hier erstmal leicht vor, dann kommt die Ösen rein und dann das Drahtseil. Das werden wir jetzt erstmal machen. Ich habe jetzt hier den Mittelpunkt angerissen. Jeweils von hier und von hier. Und das werden wir jetzt vorbohren. Nicht sehr tief. Und werden dann hier diese Ösen verwenden, die ich dann hier reinschraube. Also bohren wir jetzt erstmal leicht vor. Jetzt habe ich das Drahtseil eigentlich hier durchgefädelt. Ich hoffe, man kann es sehen. Und hier durch diese Pressöse. War ein bisschen Aufwand, weil die Öse wegen sehr straff drauf geht. Und die werden wir jetzt pressen mit Hilfe des Schraubstocks. Werden wir mal machen. Jetzt machen wir die zweite Seite noch. Ich lasse es gerne ein bisschen länger. Also ihr seht, es ist schon ziemlich lang. Das war eigentlich damit zusammen, weil ich das ja im Pavillon unter der Decke hängen will. Und deswegen so lang. So, machen wir die zweite Seite und dann hängen wir es mal auf und schauen mal, wie es aussieht. Ob es schräg hängt, weil das ist noch so meine Vermutung, dass es sehr schräg hängt. Das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir den Daumen da, schreibt in die Comments und wer mag, natürlich ein Abo. Und mit eurer Hilfe wollen wir den Kanal auf jeden Fall richtig vorantreiben. Und ich würde sagen, schöne Hängeleuchte und ich verabschiede mich jetzt. Nochmal mit Bildern im Dunkeln bzw. im Hellen. Viel Spaß dabei und tschüss!